Bist du sicher, dass das New York City ist? Ja, absolut. Und das ist der Broadway, wenn ich mich nicht irre. Was steht auf dem Straßenschild? Gator Avenue. Wie weit ist das von hier bis zum Broadway? Der Karte nach 3000 Kilometer. Dann sollten wir aber vorher noch mal richtig auftanken. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Streuner? Komm zurück! Streuner? Süßer, sowas gibt es doch nicht. Krokoman! Streuner! Ein Riesentintenfisch! Ach, das ist nichts! Ist sie ja, die Unterwasserstadt! Halt, ist das... Ich glaube, das ist die untergegangene Stadt der Missionare, die vor etwa 300 Jahren verschwunden ist. Wann habt ihr die denn bloß gefunden? Ich weiß nicht. Schon von einer ganzen Weile. Wir sind aber nie auf Missionare gestoßen, nur auf Roboter. Diese blöden, knarzigen Roboter. Manche sagen, mit dem Verschwinden der Missionare hätte der Fluch von Crystal Cove damals begonnen. Da gibt's Roboter und Flüche? Oh, nein, danke! Welcher Knopf bringt uns zurück nach Hause? Vergesst das, Leute. Mein Sinn für Geheimnisvolles spielt total verrückt. Wir müssen uns dieser Stadt jetzt sofort näher ansehen. Meine Güte, Fred, sieh nur die vielen Löcher. Ja, sieht so aus, als hätte da jemand gegraben. Ich glaube, wir haben gerade herausgefunden, wo die Missionare hin sind. Ja, Meeresfrüchte essen gehen. Ein Jammer, dass sie schon mit dem Essen fertig sind. Shaggy, das Essen ist schon 300 Jahre alt. Lass uns in den Schränken nachsehen. Eingelegte Eier, eingelegte Schweinshaxe. Eingelegte Kriegssoldatenboss. Schwimmt! Wir schaffen es nicht. Sie sind zu schnell. Tom, Tom, wir brauchen Hilfe. Was passiert, wenn eine Zivilisation sich vollkommen auf eine krokodilbasierte Wirtschaft verlässt? Okay, Leute. Schwärmt aus und sucht nach Hinweisen. Was meinst du, Shaggy? Wollen wir zusammen nach Hinweisen suchen? Velma, komm schon, doch nicht vor Scoop.
Ich hab das nicht berührt. Hey, Scoop, lass uns doch mal bei Gator Burger nachsehen. Klingt echt köstlich. Volltreffer, Scooby-Doo. Ja. Wir müssen reden. Wenn man, das würde ich wirklich sehr gern. Aber wegen meines knurrenden Magens kann ich leider überhaupt nichts hören. Der sagt, ich hätte am liebsten einen Dreifachen mit Käse und Chili und vielleicht noch Gurke. Weißt du was? Vergiss es. Velma, warte doch! Was habe ich denn bloß getan? Nichts. Du hast gar nichts getan. Also bist du wegen der Tatsache, dass ich gar nichts getan habe, sauer auf mich? Warum sind denn Mädchen eigentlich nur so verwirrend? Gehen wir, Leute. Hier kommen wir irgendwie nicht weiter. Sieht so aus, als hätte uns Mr. E. total umsonst hierher geschickt. Ach, nicht ganz. Immerhin haben wir einen Fischburger wegmampfen können. Merkwürdig. Weißt du schon, wo das Problem liegt? Seht ihr das Loch da? Da sollte der Motor sein. Kinder, steckt jetzt wirklich in großen Schwierigkeiten. Schluck. Hey, könnt ihr mir mal sagen, was ihr hier in Gatorsburg sucht? Unser Auto ist kaputt. Vielleicht könnten Sie es sich kurz ansehen. Sie sehen so aus, als hätten Sie ein Händchen dafür. Hey, Sie haben ja einen großen Ringfinger. Warum in aller Welt sollte ich euch helfen? Weil Sie ein Automechaniker sind? Erwischt. Ihr habt ein Problem. Ihr habt keinen Motor. Ich muss erst mal in Crystal Cove einen neuen bestellen. Da das über 5 Kilometer weg ist, wird er erst morgen früh ankommen. Heißt das etwa, dass wir die ganze Nacht in dieser super gruseligen Krokostadt festsitzen? Hallo? Hallo? Ja? Hey, Mom, wir sitzen in Gatorsburg fest. Das Auto hatte eine Panne. Könntest du uns abholen? Oh, ich wünschte, ich könnte. Aber heute ist das Pferderennen. Du weißt ja, ich und Pferde. Die Venus steht im dritten Haus, deshalb setze ich auf kleiner, kranker Affe und Sieg. Bei allen runzligen Runzelrüben, Fred, ich habe den Fernsehsessel schon auf Ruheposition gestellt. Das kann ich nicht mehr ändern. Oh, Süße, es ist schon dunkel. Ich kann im Dunkeln nicht nach draußen. Hier ist das Anwesen der Rogers. Wir sind gerade beschäftigt. Bitte versuchen Sie es nochmal. Oh Mann, ja. Heute ist Stilllebennacht. Dann schlafen wir eben heute mal hier. Mit Scooby-Dooby-Doo. Können Sie uns hier ein Hotel empfehlen? Meine Schwester leitet das beste Hotel am Platz. Das schläfrige Krokodil. Oh, und noch ein kleiner Tipp. Verlasst besser nicht eure Zimmer. Der Hund?